Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute unglaublich viel brandneues Make-up. Ich weiß nicht, ob es überhaupt schon Videos zu einigen von den Produkten gibt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich den hottesten Shit überhaupt heute für euch. Und ich möchte gleich anfangen. Ich habe eigentlich alle Produkte in PR bekommen. Manche habe ich von Purish zur Verfügung bekommen. Manche habe ich so von anderen Firmen zugeschickt bekommen. Ich setze euch alle Produkte einmal unten in die Infobox. Für Purish, für die neuesten Nabla-Produkte, habe ich sogar aber einen Code. Setze ich euch unten mit rein. Ich verdiene nichts an dem Code. Ich arbeite einfach nur mit Purish schon eine Weile zusammen. Und ich möchte auch gleich anfangen, Freunde. Weil es ist so unglaublich viel Make-up. Und ich glaube, dass es ganz, ganz viele von euch interessieren könnte. Falls ihr neu seid, Freunde, ich würde mich freuen, wenn ihr Teil der Giacomo Army werdet. Und den Kanal einmal hier oder hier abonniert und mich damit sehr, sehr unterstützt. Wir wachsen sehr, sehr gut. Vielleicht schaffen wir die 75.000 bis Oktober. Und ich würde mich freuen, wenn ihr davon ein Teil wärt. Und Freunde, jetzt fangen wir an. Ich habe keinen neuen Primer, ich habe aber ein Setting Spray bekommen von IT Cosmetics. Das ist das Your Skin But Better Setting Spray Plus mit Hyaluronsäure, Kokosnusswasser und Aloe Vera Extrakt. Und das soll das Make-up bis zu 16 Stunden haltbar machen. Wenn ihr mich schon kennt, wisst ihr, ich liebe es, Setting Spray auch schon vorher auf meine Haut zu geben, weil ich dann einfach eine sehr, sehr schöne Grundlage habe, wisst ihr? Also die Haut sieht dann schon mal gepflegt aus. Ich habe sie auch schon ein bisschen eingecremt mit meiner Creme von Beautymates und ich möchte jetzt einfach dieses Setting Spray mit rübergeben. Ich habe das einmal schon so gesprüht, um es zu riechen und es riecht sehr, sehr frisch. Also es ist nicht so überparfümiert, dass ihr denkt so, oh Gott, was ist das? Es riecht sehr frisch, sehr sommerlich. Ich kann mir das im Kühlschrank sehr, sehr gut vorstellen, um das dann einfach ins Gesicht zu geben. Riecht schön frisch. Ich lasse das Ganze so ein bisschen kurz einziehen. Und Freunde, mir ist so warm, es gibt's nicht. Ich war gerade beim Sport. Ich bin jetzt jeden Tag im Moment beim Sport. Ich fahre nämlich nächste Woche nach Hamburg. Wir shooten die Kampagne für die neuen Produkte. Freunde, ich bin hyped. Und ich hoffe ihr auch. Okay, weiter geht es mit einer Stick Foundation. Ja, einer Stick Foundation. Und zwar ist das die Hello Happy Air Stick Foundation von Benefit. Die haben sie mir auch zugeschickt. Ich habe die schon benutzt und ich muss sagen, ich liebe diese Stick Foundation. Aus zwei bestimmten Gründen. Erstmal, sie riecht gut, sie riecht so ein bisschen nach Zitrone, sehr, sehr frisch. Und zweitens, das Finish ist ein Traum. Also ich mache erstmal eine halbe Seite und das reicht eigentlich schon. Die ist vom Finish her sehr, sehr luminous. Ich nehme jetzt hier wieder mein Stippling Brush und blende mir die Foundation schon mal so ein bisschen ein und verteile die dann. Und ich glaube, ihr könnt sehen, dass die Foundation sehr, sehr leuchtend ist. Also das ist keine matte Foundation und ich habe immer das Gefühl gehabt, dass Stick Foundations so total matt sind. Diese aber nicht. Es gibt, glaube ich, 15 Farben oder 20 Farben oder 12. Ich weiß es nicht. Ich habe auf jeden Fall die Farbe 4. Also die ist so ein bisschen gelblicher und die hat eine mittlere Deckkraft. Also das ist keine Full Coverage Foundation. Ich würde sagen, das ist eher so eine mittlere Foundation mit einem schönen Luminous Finish. Ich habe die jetzt in den letzten Tagen wirklich schon viel getragen. Ihr könnt sie auch aufbauen. Ihr könnt auch mit dem Pinsel hier reingehen, ist ein bisschen hygienischer, wobei am Ende eigentlich auch nicht. Auch bei der Foundation habe ich festgestellt, weniger ist mehr. Also wenn man sie viel schichtet, dann finde ich, sieht sie nicht mehr ganz so schön aus und man muss sie dringend setten, weil sie ist schon etwas rutschiger im Gesicht, dadurch, dass sie halt so wirklich luminous ist und sie ist sehr weich von der Konsistenz her. Concealer habe ich nicht neu, glaube ich. Nee, würde ich jetzt einmal machen, dann sette ich mein Make-up und dann geht's weiter. So, Freunde, die Base ist einmal drauf, einmal gesettet und ich liebe diese Foundation. Sie sieht trotzdem, auch wenn ich sie gesettet habe, sehr, sehr frisch aus. Sie fühlt sich auch sehr, sehr feuchtigkeitsspendend an. Ich habe sie schon eine Weile getragen. Sie hält nicht den ganzen Tag, aber sie hält besser, wenn man sie gut settet und ein gutes Setting Spray mit rüber gibt. Jetzt, Freunde, kommen wir aber zu den spannendsten Produkten, glaube ich. Denn ich glaube, ich bin der Erste, der sie hat oder hatte. Ich weiß es nicht. Es geht um Nabla. Ihr kennt ja den Skin Glazing Highlighter. Ich weiß nicht, ich glaube, die sind sogar wieder vorrätig bei Purish. Es gibt zu diesen Highlightern jetzt aber auch Bronzer und Blushes. Und ich habe beide schon benutzt, deswegen sind die schon außerhalb der Verpackung. Ich setze euch das einmal alles unten in die Infobox. Ich habe ganz, ganz viele Farben bekommen. Also das ist die Farbe Ambra. Es gibt auch noch Dune, wesentlich dunkler. Dann noch so einen ganz dunklen, das ist die Farbe Profile. Und es gibt die Farbe Soft Revenge. Also es sind viele verschiedene Farben. Ich möchte jetzt aber erstmal mit der Farbe hier anfangen. Ich glaube, die ist für die meisten von euch sehr interessant. Ich nehme jetzt hier einen etwas fester gebundenen Pinsel.
Die Textur ist sehr, sehr weich. Ein bisschen kühl ist der, aber auf der Hand ist er dann wieder wunderschön. Also sie geben gut Farbe ab. Ich gehe lieber mit einem festeren Pinsel rein und dann tupfe ich mir das hier so rauf. Ich habe die, wie gesagt, schon ausgetestet und sie sehen den ganzen Tag wirklich wunder, wunderschön aus. Das ist nicht so dieses typische pudrige Finish, sondern das ist, womit kann ich das vergleichen? Sehr feucht. Die Haut sieht so ein bisschen aus wie, ja, wie von dem Charlotte Tilbury Airbrush Flawless Finish, was weiß ich, Bronzer. Ist das so ein bisschen die günstigere Version? Also, es ist eine sehr, sehr schöne Farbe. Die ist etwas wärmer. Ich überlege, nehme ich jetzt noch eine andere Farbe? Ich glaube nicht. Ich glaube, es reicht schon. Man braucht nicht viel. Ich liebe diese Nabla-Produkte. Generell Nabla war irgendwie gefühlt aus dem Nichts da. Und sie bleiben definitiv, weil sie machen wirklich tolle Produkte und sind auch so ein bisschen, ja, sie sind spannend. Und ich liebe das Packaging und sieht trotzdem, dass es nicht so teuer ist, sehr, sehr hochwertig aus. Und irre. Jetzt, Freunde, aber die Blushes. Und ich sage ja immer, Blushes kann jeder. Kann doch nicht jeder, haben wir festgestellt. Aber Nabla kann Blushes. Denn diese Blushes, ist auch komisch, die sind so ganz. Also die Farbe, die ich jetzt hier habe, das ist die Farbe Lola. Der ist ein bisschen schimmernd. Und auf der Haut sieht der aber so schön aus. Ich nehme jetzt hier diesen Essence-Pinsel und gehe hier ganz leicht rüber. Und ihr seht schon, die haben ultra viel Pigment. Durch diese Textur und ich weiß nicht, was da drin ist, ob die wirklich einfach nur so feucht sind oder woran es liegt, verblenden die sich sehr, sehr schön. Ihr könnt die sogar auf eure feuchte Foundation setzen und das wird nicht fleckig. Also so einen Blush habe ich noch nicht gesehen. Ich habe es jetzt natürlich wieder so ein bisschen übertrieben für euch, aber I'm living. Freunde, also diese Produkte, ich würde, wenn ihr die haben wollt, ich würde mich beeilen, weil bei Pures ist es immer ausverkauft. Ich glaube sogar, dass mein Code darauf gilt. Okay, die Base sieht einmal gut aus. Nehmen wir jetzt noch so ein bisschen Highlighter. Da kommt, dann nehmen wir hier den Nabla Skin Ozone Highlighter, Skin Glazing Highlighter in Ozone. Und dann nehme ich den Pinsel von Letizia. Das ist der FF3. Gehe hier rein. Das ist wieder am Resi Highlighter, Freunde. Klopf ab. Und dann. Boom. Sehe ich schon aus wie Jaclyn Hill. Wunder, wunderschön. Also diese Nabla-Produkte, Freunde, da könnt ihr mich. Da kriegt er mich mit immer. So könnt ihr die Base auch einfach nochmal von Namen sehen. Die Kamera, ihr habt es geliebt. Ich liebe es ehrlich gesagt auch. Ich habe mir jetzt sogar, weil ich jetzt Professional bin, ich habe es hier gerade festgemacht, Weißabgleichkarten gemacht. Dass ich wirklich so die Farbe einstellen kann, dass ihr sie richtig seht. Ich sehe jetzt sehr tanned aus, aber es ist ja auch Sommer. Da darf man auch ein bisschen tanned aussehen. Toll. Die Base, seht ihr, wie feucht die aussieht? Und ich habe sie gesettet und mit Puder und so. Und das ist dieser Bronzer und dieser Blush, der einfach die ganze Zeit so ein bisschen aussieht wie feuchte Haut. Mega. Freunde, weiter geht es. Ich bin mir so ein bisschen unsicher. Ich habe nämlich von Nabla auch aus dieser Miami Lights Kollektion diese Glitter bekommen. Ich habe sie euch bei Instagram schon geswatcht. So krass. Das ist pures Glitzer, aber in ganz, ganz vielen verschiedenen Dimensionen. Ich möchte aber so ein bisschen was aus der Liefel Cosmetics neuen Kollektion, die After Dark Pressed Powder Palette benutzen. Die ist ja jetzt auch neu. Auch eine wunderschöne Palette. Liefel hat auch passend dazu Liner rausgebracht. In ganz, ganz vielen Farben. Wunderschön. Ihr wisst, ich liebe Liefel Cosmetics. Ich mache eher wieder so einen Monochrom-Look, glaube ich. Ich nehme jetzt hier so einen fluffigen Pinsel von Morphe. Gehe in diese Farbe hier rein. Das ist. Weiß ich nicht. Das ist die Farbe Quicksave. Ihr könnt die Farben natürlich auch einzeln bei Liefel Cosmetics kaufen. Wenn ihr eine eigene Review dazu sehen wollt, dann sagt mir gerne in den Kommentaren Bescheid. Aber mittlerweile, glaube ich, wissen wir alle, wie krass Liefel Cosmetics ist. Und es gab, glaube ich, keinen Lidschatten jemals, den ich benutzt habe von Liefel, wo ich gesagt habe, der ist nichts für mich. So ein Peach Pastell und es ist einfach so easy aufzutragen. Ich wollte demnächst eh mal hin. Wir hatten auf der Julina Party da mal drüber gesprochen. Vielleicht fahre ich da ja mal hin und dann nehme ich euch mit. Und ich weiß, dass wenn ich euch diese Palette hier jetzt nicht zeige, ihr mich lyncht. Ich nehme jetzt meinen Finger und gehe in die Farbe Muses rein. Und das ist so spannend, weil seht ihr das? Das hat so mehrere Reflexe und das presse ich mir jetzt einfach hier rauf. Und das ist so wet, das ist so rot und blau und grün und das klebt perfekt an eurem Auge, ohne dass es irgendwie durch die Gegend krümelt. Es ist so ein bisschen weicher im Pfännchen, aber. Es ist so schön. Also das sieht ja aus, wie als hätte mir eine kleine Fee auf mein Auge gespuckt. Ihr seht, ich habe eine matte Farbe jetzt auf meinem Lid, in meiner Crease und eine krasse Glitzer-Schimmerfarbe. Die werden den ganzen Tag halten, weil die halt so ein bisschen klebrig sind, ne? Und da muss ich keine Angst haben, dass sie irgendwie in meinen Augen durch die Gegend fliegen.
So sehen die einmal auf meinem Handrücken geswatcht aus. Also sehr, sehr viel Bewegung drin. Ich kann mir übrigens auch diese Nabla-Palette perfekt als Festival-Highlighter-Palette vorstellen. So sieht das Ganze richtig gut aus. Freunde, ich bin jetzt ein bisschen mutig, glaube ich, gerade. Es gibt nämlich von Nabla diesen Cupid's Arrow Full Color Stylo Couleur Intense. Das ist so ein Augenpen. Und den wollte ich mir eigentlich in meine Wasserlinie geben, um das Ganze so ein bisschen intensiver zu machen. Es könnte schief gehen, vielleicht sieht es aber auch mega gut aus gleich. Total creamy. Das macht das Auge ganz anders, ne? Ich habe jetzt hier extra außen so ein bisschen mehr hingegeben, weil ich jetzt mit dem Pinsel hier so lang wollte. Wow! Und mein Auge so ein bisschen damit intensivieren wollte. Wie krass sieht das aus gerade? Das ist so ein ganz softer, aber trotzdem intensiver Liner und eure Augen kommen viel, viel besser raus. Ich bin gerade. Freunde, könnte das mein neuer Lieblingslook werden? Ich habe ebenfalls neue Lipglosse von Nabla bekommen. Ganz, ganz viele. Ich habe einen so ein bisschen geswatcht. Das war dieser cremige. Und der sieht aus wie der neue von Natasha Denona. Sehr, sehr nude, sehr, sehr hell. Bei mir auf den Lippen war er zu hell, ohne irgendwas drunter. Wollen wir es übertreiben heute? Komm, wir gehen jetzt mal ins Ganze hier. Ich habe hier nochmal von Nabla einen gefunden. Ich glaube, den hatte ich euch letztes Mal nicht gezeigt. Das ist der Shine Theory. Ach, das ist ein Lipgloss. Egal. Der hat schon eine sehr, sehr schöne Farbe. Und jetzt gehe ich aber mit einem Glitzergloss rüber. Und zwar dem hier, dem hellen. Und das ist die Farbe Renaissance. Der sieht einmal so aus. Ist so ein bisschen Goldchampagner. Und das Füßchen ist so ein flaches Füßchen. Und das passt jetzt auch perfekt zu meinem Lidschatten. Okay, das ist ja ultra krass Shine gerade. Mega, das ist so richtig, richtig glossy. Also das ist ja schon fast wie so eine Schicht Acrylfarbe, nicht Acrylfarbe, Epoxy. Als Mascara habe ich, glaube ich, keine neue bekommen. Benutze ich einfach meine Liebste von River Loves Me. Freunde, das war ein richtig, richtig cooles Video. Es hat super viel Spaß gemacht, die neuen Produkte auszutesten. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Alle Produkte sind für euch unten in der Infobox verlinkt und ich sage bis zum nächsten Mal.